Montagmorgen in Berlin. Wieder einmal steht eine Sitzungswoche im Deutschen Bundestag an. Wir treffen den SPD-Abgeordneten Stefan Rebmann in seinem Büro. Viel Arbeit steht wieder an. Hilfe bekommt er von seinen Mitarbeitern. Anne-Sophie Petersen informiert ihn über die wichtigsten Termine für diesen Tag. So, die Mappen, Unterschriftenmappe, Postmappe, Terminmappe. Zunächst ein Blick in den Terminkalender. Bereits um 10.30 Uhr ein Gespräch im Wahlkreis Mannheim mit der Deutschen Bahn über Lärmschutz. Nach vielen weiteren Terminen ein Abendessen mit dem tunesischen Botschafter. Auch über Gesetzesentwürfe gilt es, sich zu informieren. Als Berichterstatter in verschiedenen Ausschüssen informiert Stefan Rebmann seine Fraktion. Hier wird dann auch über die Abstimmung beraten. Im Rechtsausschuss soll der Abgeordnete über menschenwürdige Lebensbedingungen für Asylbewerber im Asylbewerberleistungsgesetz berichten. Sauber aufbereitet und farblich dargestellt erscheinen sämtliche Termine auf seinem Bildschirm. Ja, also so sieht so ein Gesamtüberblick über einen Monat aus, an Terminkalender. Also hier geht es zum Beispiel los, morgens 8 Uhr, Vorstellungsfriedensgutachten. Das ist das hier. Da sieht man auch, dass da schon ordentlich drin gearbeitet wurde, weil dazu auch eine Berichterstattung war. Hier 21.50 Uhr bis 22.20 Uhr Plenum Afghanistan und 22 bis 23 Uhr auch nochmal Plenum und nachts um 1.05 Uhr war ich offiziell eingeteilt als Schriftführer. Ja, und dann sieht man, dass da noch recht spät Plenumssitzung ist und ich habe dann noch um 1.05 Uhr bis zum Ende des Plenumstags am Freitagmorgen Schriftführerdienst. Ein großes Thema schon seit Jahren ist ja für Sie die soziale Frage. Wie können Sie sich in sozialen Bereichen denn hier als Bundestagsabgeordneter einbringen? Ja, ich habe eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mich einzubringen. Ich kann auf der einen Seite auf die Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Ausschüsse zugehen, bis hin, dass ich mittwochs bei der Fragestunde im Bundestag Fragen stellen kann, mich spontan melden kann und auch ganz gezielt beim Ministerium nachfragen kann. Sie werden ja auch durchaus von Besuchern aus Ihrem Wahlkreis oder überhaupt hier aufgesucht, die Rat suchen bei Ihnen, denen Sie vielleicht dann mal helfen. Wie läuft denn dann sowas ab? Es ist so, dass im Wahlkreisbüro natürlich in Mannheim eine ganze Reihe von Bürgerinnen und Bürgern kommen, um ihre Probleme vorzutragen oder Fragestellungen haben, auch Hilfe suchen, auf mich zukommen. Da muss man sich als Abgeordneter, als Wahlkreisabgeordneter die Zeit nehmen, sich die Probleme anhören und wenn es irgendwie geht, dann auch auf Abhilfe drängen. Ja, und hier in Berlin ist es so, dass mehrheitlich eigentlich Fachgespräche stattfinden. Dann wird's Zeit für den Reichstag. Lange Wege sind zurückzulegen. Unterirdisch geht es durch den FDP-Gedächtnistunnel. Auch historische Relikte findet man hier in den Gängen unter der Erde in einem kleinen Museum. Der Verbindungstunnel zwischen Reichstagspalais und Reichstag hat eine ganz besondere historische Bedeutung. Es spricht sehr, sehr vieles dafür, dass dadurch der oder die Brandstifter durchgegangen sind, die dann den Reichstag angebrannt haben. Vom Balkon des Reichstagsgebäudes hat man einen tollen Blick auf den Vorplatz mit den Besuchermassen. Im Hintergrund das Kanzleramt. Die gläserne Kuppel des Reichstages, mittlerweile ein weiteres Wahrzeichen Berlins. Ein berühmter Eingang in den Plenarsaal. Hier findet der sogenannte Hammelsprung statt. Bei besonderen Abstimmungen wird genau gezählt, wer für was gestimmt hat. Dazu gehen die Abgeordneten durch diese drei berühmten Türen. Ein anderer unterirdischer Gang und wir befinden uns im Eingangsbereich des Reichstages. Wieder einmal wartet die versammelte Presse auf Stellungnahmen der Politiker, die in einem der Säle im Hintergrund beraten haben und nun über die Ergebnisse der Ausschusssitzungen berichten sollen. Ja, und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind wir in der Präsenzbibliothek im Reichstag. Und in diesem Raum wird
im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben, denn in diesem Raum finden die ganzen Auszählungen statt. Hier tagt die Bundestagsfraktion der SPD. Stefan Rebmann auf dem Platz des Vorsitzenden Frank-Walter Steinmeier. Im Hintergrund läuft die Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl und damit dem erhofften Regierungswechsel im September 2013. Ja, und hier, meine Damen und Herren, sind wir jetzt auf der gehobenen Beamtenlaufbahn, so nennt sich diese Brücke hier, zwischen Paul-Löbe-Haus und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus hier beim Deutschen Bundestag. Hier drüben, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, sieht man im Hintergrund die Quadriga mit dem Brandenburger Tor. Hier die Kuppel vom Reichstag, das Reichstagspräsidentenpalais und die Abgeordnetengebäude Jakob-Kaiser-Haus hier an der linken Seite. Und hier drüben sieht man dann die Bundespressekonferenz. Das ist also das, was man ganz oft im Fernsehen sieht. Bei all den vielen Terminen im Wahlkreis in Mannheim und im Bundestag in Berlin, wo bleibt da der Privatmensch, Stefan Rebmann? Ja, also man muss sehen, im Grunde ist man 22 bis 24 Wochen im Jahr in Berlin. Dann kommen noch ein, zwei oder drei Wochen manchmal auch Ausschussreisen dazu, um die entsprechenden Länder, Entwicklungsländer auch nochmal aufsuchen zu können. Ja, und die andere Zeit ist man im Wahlkreis. Das ist eine große Koordinierung miteinander. Dann muss man die Termine gut aufeinander abstimmen. Wenn man das ordentlich macht, dann hat man auch Zeit noch für seinen Privatleben und auch für sein Hobby. Die Zeit muss man sich nehmen, denn Politiker sollen ja auch nur Menschen sein.